Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge YouTubers Live OMG. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Wir haben ja in der letzten Folge einen zweiten Rechner gekauft. Zeige ich euch mal. Wenn er mal nach oben gehen würde. und weil wir jetzt einen zweiten Rechner haben, werden wir auf jeden Fall ein bisschen schneller vorankommen. Sprich, die Mitarbeiterin von uns, die haben wir ja schon, kennt ihr ja, schicken wir nach oben. Sie wird dann da für uns Videos herstellen, zeige ich euch mal. Ja, das war jetzt nicht ganz richtig, Moment. Okay, nee, geht jetzt gerade nicht. Entschuldigung, ich habe gerade einen Fehler gemacht. Sie hat ja schon ein Video gerade veröffentlicht, deshalb geht das jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall, da seht ihr, der Rechner läuft auch, alles gut. Ich würde sagen, dass ich dann auf jeden Fall ein Video selber mache. Ich muss nur mal nach unten gehen. Hier. Enttäuscht. Guck mal, Events haben, sind wir immer noch nicht so gut dabei. Das wollen wir ja nachholen. Piper können wir veröffentlichen. Beziehungsweise müssen wir machen. Hallo, ihr Hübschen. Sehr gut. Da habe ich schon hochgepusht. Ja, machen wir mal ein Video. Und Omega Hobo, das beliebteste Spiel, was wir zurzeit haben. Machen wir ein Gameplay-Video dazu. Aufnahme starten. Gameplay Nummer 10. Ja, Leute, wir sind auch schon ganz schön weit bei YouTubers Live OMG. Wir haben schon die 50k geknackt. Du startest die Aufnahme. Intro mit 3D-Logo. Kennen wir ja schon. Zeit, bevor das Spiel startet. Nehmen wir mal einen fachlichen Kommentar. Du hast ein verstecktes Item gefunden. Mörderischer Blick. Zusammenfassung des Spiels. Emotional. Oder ja, emotional. Und nochmal hoch und runter. Wie eine Achterbahnfahrt hier. Du hast ein Easter Egg gefunden. Ja, wir müssen das irgendwie kritisieren. Ne? Immer nervige Kritik hier. Oh, ganz schön viele Erfahrungspunkte hier bekommen. Views und alles. Spiele Intro. Machen wir mal einen lustigen Kommentar. Ja, hat uns gut gepusht. Du hast ein Achievement bekommen. Machen wir mal einen Ratschlag. Du schaltest die Kamera aus, machen wir mal winkende Verabschiedung. Und damit ist die Sache abgeschlossen. Wollen wir mal gucken, was da für ein Video rauskommt. Mal so. Dit. Und nochmal so. Da einmal so nach oben. Dann diesen hier. Das klappt leider nicht. Müssen wir so machen. So ist auch nicht gut. Moment. Können wir so machen. Na, guck mal, so geht das. Dann nehmen wir den raus. Machen. Moment. So, Moment. Schon machen wir schon. So passt das aber hier nicht. Nein. Naja, egal. Wir machen das so. Nützt nichts. Da haben wir schon alles voll. Nochmal so. So, so langsam verstehe ich das Spiel ja auch. Wie gesagt, ich habe es blind angefangen, deshalb. Müsste ich mir alles selber ein bisschen beibringen. Deshalb kann hin und wieder sich ein paar Fehler einschleichen. Nicht, dass ihr euch wundert. Ich bin auf jeden Fall müde scheinbar, also der Charakter. Dann gehen wir mal schlafen. Und dann müssen wir was essen. Video ist schon mal fertig, das ist gut. Morgen kann sie auch noch ein Video machen und dann läuft das, ne? Doppelt so viele Videos bedeutet doppelt so viel Kohle und doppelt so viel Ruhm, ne? Ist schon mal nicht schlecht. Wenn man ein bisschen Hilfe hat mit der Mitarbeiterin hier. Die müssen wir auch mal weiter in die Kurse schicken, glaube ich. Naja, das müssen wir auf jeden Fall auch mal machen. Und dann gehen wir erstmal was essen. Ein bisschen Essen kaufen. Wir brauchen mal ein bisschen was. Scheinbar ist unser Kühlschrank leer. Nehmen wir mal Spaghetti Bolognese. Mal 3 Stück. Und dann gehen wir was essen. Und dann gucken wir mal, dass sie ein Video aufnimmt. Omega Horror bitte. Gameplay soll sie machen. Aber nicht auf dem Rechner. Das können wir hier wechseln. Ja, genau, so wollte ich das machen.
Kann man hier was verändern? Nee. Okay. Müssen wir mal ein bisschen upgraden nachher, ne? Dann, damit der andere Rechner auch mal gut wird. Sehr schön. Ja, jetzt können wir auch ein Video aufnehmen. Oder ich würde sagen, wir kaufen erstmal ein neues Spiel, Leute. Ne, ein neues Spiel wäre schon nicht schlecht, weil wir spielen beide das gleiche Spiel. Das lutscht schnell aus und die ist jetzt schon nicht mehr so beliebt. Deshalb kaufen wir uns mal ein neues Spiel. Juli 20. Und das aber geht runter. Das kostet richtig viel. Medieval Shadow the Movie. 4 Sterne. Und hier haben wir auch 4 Sterne. Der ist ein bisschen neuer. Nur das ist ein bisschen billiger. Und trendy ist das ja auch. Nehmen wir mal das. So, dann können wir ein Video gleich aufnehmen. Erstmal machen wir ein Unboxing zum Spiel. Das ist ja cool, dass wir das endlich mit dem Unboxing ja freigeschaltet haben. Moment, wir haben Talente scheinbar. Können wir gleich vergeben die Punkte. Reduziert. Du bekommst 10% Rabatt auf Konsolen und Videospiele. Sehr gut. Das nehmen wir. Das lohnt sich. Und Karten. 930 Punkte. Guck mal, da geht auf jeden Fall was. Da, 650. Das können wir uns leisten. Und zwar Pro Gamer. Cool. Ich weiß zwar nicht, was das bringt. Aber sollte uns helfen. Und sie macht jetzt gerade Video, ne? Ja. Oh, und jetzt können wir das Unboxing-Video machen. Zu unserem neuen Spiel. Natürlich auf unserem eigenen Rechner. Ich glaube, ist alles gut. Hier, wir starten. Das Unboxing-Video zum... Ah, muss ich jetzt mal gucken, welches Spiel das war. Das Unboxing-Video zu Kantar Heroes Case True Time. Was auch immer das bedeutet. Irgendein Spiel. Sieht aus aber wie, ne, Tetris, würde ich mal sagen. Spielintro. Pro Gamer, komm, wir probieren mal das Neue. Das war okay. War, es ist ein Burner, jetzt aber okay. Das Spiel hängt sich auf. Beiläufige Kritik. Ja, komm mal. Beiläufige Kritik hier. Zeit bevor das Spiel startet. Emotional oder nehmen wir, ja, nehmen wir einfach nicht Kommentar. Du hast da ein verstecktes Item gefunden. Mörderischer Blick. Läuft, läuft. Zusammenfassung des Spiels. Machen wir mal einen lustigen Kommentar. Du hast deinen Easter Egg gefunden. Lustige Kritik. Ja, komm, machen wir eine lustige Kritik. Vielleicht geht das Braune und das Gelbe ein bisschen höher. Du schaltest die Kamera aus. Übergang ins Schwarze oder... Machen wir winkende Verabschiedung. Dann haben wir das auch auf Max. So, und dann schnibbern wir das Ganze mal zusammen, Leute. Nehmen wir jetzt so das. Dann kommt diese hier. Ah, die Musik. Gefällt mir, wie ihr seht. muss ich mal gucken, wie ich hier das schnipper, Leute. Mach ich mal so. Und dann so. Nein. Hoffen wir, dass das so passt. Kommt das rein. Dieses. Und jenes. Und dann haben wir da ein unser schönes erstes Unboxing-Video zu Kantan Kerios Chase True Time. Fertig gemacht. So, dann müssen wir auch mal einen Piper 4-Fall finishen. Das finde ich ja cool, dass wir zwei PCs haben, Leute. Das macht auf jeden Fall richtig Spaß. So macht sie nebenbei Videos. Stört mich nicht und ich störe sie nicht. Ne, so kann man auf jeden Fall richtig produktiv arbeiten. Gehen wir mal was Kleines essen. Kann ich mir was Kleines noch kaufen? Ich kaufe mal noch ein bisschen was Kleines. Aha, muss ich zum anderen Rechner gehen, weil der ja rendert gerade, okay. Wenn das denn geht, mal gucken. Ja, doch, hier geht's. Dann nehmen wir ein bisschen was Kleines. Nehmen wir Hot Dogs. Hot Dogs geben 60 und kosten nur 15. Ist ja billig. Nehmen wir ein paar Sandwiches so. Als Zwischendurch-Snack, ne? Und dann natürlich geben wir mal was essen. Ein Sandwich. Unser Video ist auch gleich hochgeladen. Und ich würde sie gern zum Kurs schicken. Schnitt für Anfänger. Machen wir das hier? Ja.
Machen wir Schnitt für Anfänger, für sie. Dass sie ein bisschen besser wird. Ich weiß jetzt nicht, ob das für uns ist oder für sie. Das müssen wir mal kurz sehen. Das ist wohl für uns, ja. Ah, man kann seinen Charakter wohl einzeln hier steuern, wa? Omega Hobo Gameplay 11 von unserer Freundin da. Netten Mitarbeiterin. Hat auf jeden Fall ein bisschen was gebracht. Das Unboxing-Video kommt, glaube ich, richtig gut an. Übrigens. Okay, das ist auf jeden Fall Kurs für uns, scheinbar. Na gut, dann brechen wir das mal ab. Ich mache lieber noch ein Gaming-Video. Jetzt machen wir Kantak Heroes Chase Through Time, ein Gameplay-Video. Von uns persönlich. Wir warten erstmal ab. Wir warten das auf jeden Fall ab. Ich mache mal bestimmt die Zeit schneller. Dass wir zumindest... Weil wir jetzt haben wir es ja angefangen. Ich weiß halt nicht, was passiert, wenn wir abbrechen. Ob wir das von vorne starten müssen. Deshalb mache ich das jetzt fertig. Hallo NS, ich bin von deinem Honey. Wie sieht es mit deiner Unterstützung für das Event King Hammer aus? Wir glauben, deine Unterstützung ist der Schlüssel zu unserem Erfolg. Und du kannst auch andere bekannte YouTuber treffen. Natürlich, wir waren lange nicht mehr auf dem Event. Das machen wir. Und die Freunde zusammen. Oh, okay. Ein neues Spiel wird präsentiert. Ich glaube, ich hole mir auch die neue Konsole demnächst. Die Honey Play Studios 3 ist das, glaube ich. Die müssen wir uns auf jeden Fall besorgen. So, kann sie so Videos auch? Nee, so macht sie noch nicht. Wir sind gleich fertig, wir sind gleich fertig. Da müssen wir mal schlafen. Und dann haben wir Schnitt für Anfänger abgeschlossen. Schnitt für Anfänger abgeschlossen. Okay, guck mal, wie hoch das geht. Wow. Schlafen. Nee, ich wollte jetzt kein Video machen. Ich wollte lieber doch schlafen gehen. Weil unser Charakter ja doch ganz schön müde ist. Bald ist ja auch der Event, ne? Das Event. Und da müssen wir auch fit sein. Machen wir noch ein Video. Und dann gehen wir aufs Event. Von unserem neuen Spiel natürlich. Omega Hobo können wir nochmal machen. Weil das ist schon wieder runtergegangen, die Beliebtheit. Machen wir mal das, weil das hat 4 Sterne Bewertung. Gameplay. Aufnahme starten. Ach, da ist eine Quest. Ah. Na bitte. Spieltutorial nehmen wir mal formelle Begrüßung. Oder wollen wir mal Hackfresse nehmen? Hatten wir noch gar nicht. Nehmen wir Hackfresse, hatten wir noch gar nicht. Sehr schön. Hat sogar was gebracht. Hauptmenü nehmen wir mal emotional. Oh, das hat auch gut gepusht. Vielleicht war diese Kombo gar nicht so schlecht diesmal. Das Spiel hängt sich auf. Lustige Kritik. Okay, das war doch nicht so gut. Spielintro, fachlichen Kommentar. Sehr schön, das hat... Ah, Bull, das geht. Du hast den falschen Knopf gedrückt. Wütende Kritik, komm. Wir drehen mal durch, ja. Wir drehen durch. Vielleicht kriegen wir das Gelbe noch hoch. Ja, ist sehr gut hochgegangen. Sehr gut. Zeit, bevor das Spiel startet. Pro Gamer, ja, natürlich. Pro Gamer. Du hast ein verstecktes Item gefunden. Dann nehmen wir mal mörderischer Blick. XP und der Gorilla ist wieder sehr weit hochgegangen, ja. Du schaltest die Kamera aus. Winkende Verabschiedung. Übergang ins Schwarz. Sehr gut. Dann schnibbern wir das Ganze nochmal zusammen hier. Bei dem Spiel sind wir auch ganz schön gut weit gekommen jetzt langsam. Falls ihr andere Spiele sehen wollt, könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben. Weil in Zukunft werde ich dann öfter mal das eine oder andere Spiel für euch aufnehmen als Let's Play. Und ja, da bin ich offen für verschiedene Sachen, die ihr gerne sehen wollt. Ab in die Kommentare damit, wenn ihr irgendwelche Spiele unbedingt mal sehen wollt, teste ich das für euch. So, mal kurz gucken. Ja, ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Aber ihr könnt, wie gesagt, alle Spiele zu mir schicken. Beziehungsweise die Namen, die ich mir dann holen kann, soll. Vielleicht sponsert der eine oder andere mir auch ein Spiel, wenn er das gerne sehen will. Vielleicht kann man sich auch nicht mehr kaufen, deshalb. Wer weiß. Das passt, glaube ich, so. Mal gucken, was daraus wird. Ja, ist okay. Über 800 immerhin. Oh nein, weil ich pleite war, konnte ich die Miete in jenem Monat nicht zahlen. Ich musste schnell eine Lösung finden und den Termin nächsten Monat einhalten. Komme, was wolle. Ansonsten würde ich definitiv komplett bankrott gehen. Oha. Okay, Leute.
Wir waren ein bisschen, haben wieder ein bisschen zu viel Geld ausgegeben. Das heißt, wir werden jetzt uns ein Polsterchen Minimum von 500 bis 1000 Dollar aufbauen. Zum Event gehen, okay? Sie hätte auch mal gerne ein Video machen können. Ah, geil, das geht so. Das kann ich zwischen den Befehlen machen. Das ist gut zu wissen. Dann machen wir mal einen für Can't True Chase Took the Time. Dann kann sie das einmal bei meinen rechnen. Ne, bei meinen geht das gar nicht. Ist ja gerade am Rendern. Muss sie hier machen. Sehr gut. Dann kann sie da schon mal Video machen, während der Chef aufs Event geht. Also, oder zu der Präsentation, ja. Wie man es auch nennen mag. Wir gucken mal. Für die Honeyplay Studios 3 sollte das sein. Kinkihammer. Ich glaube, die Konsole hole ich mir auch diesmal. Willkommen auf der Präsentation von Kinkihammer. Das ist ein Puzzlespiel und wir werden es für die Honeyplay Studios 3 rausbringen. In den Previews bekommt das Spiel eine Wertung von gut. Das Game wird am September 2024 zu einem Preis von 50 Dollar veröffentlicht. Wer ein kostenloses Exemplar möchte, fragt dann einfach beim Fototermin danach. Kennen wir ja schon, machen wir. Okay, das ist genug, ich gehe jetzt. So, dann gucken wir mal, dass wir das Spiel umsonst kriegen. Hier, der scheint das Spiel zu haben. Den fragen wir einfach mal. Guck mal, das steigt jetzt hier, Events. Während wir uns hier aufhalten, das ist sehr gut. Ich mag dich, also gebe ich dir das Spiel. Sag's aber niemandem weiter. Sehr gut. Sehr schön, Leute, sehr schön. Dann fragen wir ihn nochmal, was bei dem abgeht. Über YouTube reden. Honey freut sich, mit dir zusammenzuarbeiten. Sehr gut. Denzel, für die Menge an Videos, die du hochlädst, hast du viele Abonnenten. Danke. Danke, danke. Das ist ein Kompliment. Auf jeden Fall machen wir das, bleiben wir mal so lange hier, bis unser Eventbalken hier aufgefüllt ist, ne? Ja, ja. So ist das, ne? Als YouTuber. Ja, und dann hier und da. Immer wieder ein bisschen über und dies und das. Ja. Das ist schon nicht einfach. Ja. Ja, Leute. Ich hab ein bisschen versucht, das Gespräch interessanter zu gestalten. ja, ja. Sehr gut. Jedenfalls können wir ja schon mal das Foto machen. Ich glaube, mit den anderen rede ich jetzt mal nicht alle. Mit denen haben wir ja schon geschnackt. Das ist ein Anzeigefehler, glaube ich. Danke, du kannst umgehen. Du bist noch nicht wirklich bekannt. Okay. Das reicht auch. Eventbalken ist voll, Leute. Wir machen jetzt noch einen Piper und dann haben wir alle drei Dinger voll. Okay, das ist genug. Ich gehe jetzt. Sehr gut. NS, danke für das Erscheinen bei der Kinkerhammer-Präsentation. Wir hoffen, dass wir bei weiteren Events auf dich ziehen können. Ja. Da haben wir das Spiel. Machen wir mal ein Unboxing. Direkt. Unboxing-Videos kommen mal gut an. Workstation 1 natürlich. Unser Platz. Und sie... Video verwerfen? Warum? Ist das nicht so gut geworden? Gucken wir gleich mal, wenn wir hier fertig sind. Och, du meine Güte, jetzt. Jetzt, weil wir rendern. Oh, ich hab's halt übersehen, Mann. Oh, Mann, Alter, weil ich's übersehen hab mit dem. Jetzt können wir das Unboxing nicht mehr machen. Das ist immer richtig nervig, ne? Ich weiß nicht, warum. Ist das ein Bug? Weil, wenn man jetzt gerade am Rendern ist und hat wilden Unboxing, hat darauf gedrückt. Dann versucht er das Unboxing zu machen, aber es ist vorbei. Oder? Warte mal. Nee, doch nicht. Es funktioniert. Ich nehme alles zurück, Leute. Ich nehme alles zurück. Okay. Eine Magenfresse. Cool. Ich habe da gar nicht drauf geachtet vorher. Einmal hat das nicht geklappt, deshalb ging das Unboxing nicht mehr. Nehmen wir Pro Gamer hier. Deshalb. Oh, hat Golf mit dem Pro Gamer. Du hast deinen Easter Egg gefunden. Nehmen wir mal einen mörderischen Blick. Ladebildschirm. Nehmen wir mal einen fachlichen Kommentar. Du hast ein Achievement bekommen. Nehmen wir mal. Beiläufige Kritik? Ja, komm, nehmen wir mal beiläufige Kritik. Hauptmenü. Sergeant, komm. Okay, war nicht so doll. Du hast deinen eigenen Highscore geschlagen. Lustige Kritik. Sehr schön, hat uns wieder richtig gepusht mit dem hier. Du hast keine Glühbirnen mehr und kannst nicht weiter aufnehmen. Ach du, meine Güte.
Was war das denn? Mit dem Glühbirnen? Was war das für eine Meldung? Na. Muss man gleich gucken. Das muss auf jeden Fall so. Dann machen wir so. Dann so. So. Und so. Das hat mitten im Video hat das gestoppt, glaube ich. Deshalb haben wir kein Ende hier. Oh Mann. Was ist denn los hier? Okay, das müssen wir nehmen. Das kann ruhig raus. Das kann auch gut draußen bleiben. Ja, dann haben wir noch das. Und mehr können wir nicht machen. Das Video wird auf jeden Fall eine Katastrophe, glaube ich. Okay, jetzt sind wir müde. Sie zeige das Ergebnis des Videos. Guck mal. Max Level ist sie. Kann sie nicht stärker werden? Warum? Kann sie nicht einen Kurs belegen? Noch besser werden? Ah, wir haben ja kein Geld. Okay, Leute. Sie soll noch ein Video aufnehmen dann. Kinky Hammer. Kein True Chase. Omega Hobo soll sie mal machen. Natürlich, wenn das geht auf ihrem PC. Ich glaube, das geht aber gerade nicht, oder? Geht das? Weil das rendert gerade ja was. Naja, was auch immer. Wir sind müde. Wir gehen jetzt erstmal schlafen. Und an dieser Stelle würde ich mich dann verabschieden, Leute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ja, würde mich über einen Daumen, über einen Kommentar, über ein Abonnement natürlich auch freuen. Und ja, dann verabschiede ich mich. Ich bin raus, Leute. Ciao.